Bei uns ist gerade völlig der Dampf raus. Wir haben überhaupt keine Schnelligkeit im Spiel. Wir haben sehr schlechte Rückraumquote. Sieht alles ein bisschen hilflos aus, gerade die Jungs, die wollen, aber wenn der Kopf da mitspielt, dann ist es einfach schwierig. Abwehr ist okay, der Kampf ist gut, aber wir machen vorne einfach zu viele Fehler. Wir kriegen einfach diese Sicherheit im Moment nicht rein. Wir haben versucht, das jetzt in kurzen Trainingseinheiten irgendwie hinzukriegen, aber es ist schwierig. Es sind viele Spieler angeschlagen oder ganz verletzt. Das macht uns natürlich das Leben nicht einfacher. Wir können jetzt nur versuchen, am Samstag nochmal gemeinsam dieses wichtige Spiel gegen die Spanier zu gewinnen. Wir haben diese Saison, wie gesagt, sehr schwierige Phase und ich bin trotzdem sehr dankbar, dass unsere Fans uns hier nicht auch dann auspfeifen oder Missgunst, sondern dass sie uns trotzdem unterstützen. Ich weiß, das ist für alle sehr schwierig und wir werden trotzdem nicht aufgeben. Wir werden weitermachen mit euch gemeinsam und versuchen, das Beste noch rauszuholen. Dankeschön. Alle haben heute gesehen, dass uns ein bisschen Kraft gefehlt hat, weil wir haben wirklich momentan Pech mit den Spielern, die angeschlagen sind, auch mit den Spielern, die heute überhaupt nicht dabei waren. Und gegen so eine Mannschaft wie Magdeburg, die momentan auf dem höchsten Niveau spielen, es war einfach schwer und wir haben keine Zeit jetzt viel nachzudenken oder traurig zu sein. Es erwarten uns jetzt am Wochenende sehr wichtiges Spiel und wir müssen jetzt versuchen, einfach noch einmal alle zusammen, alle Kräfte jetzt zusammen und einfach voll jetzt am Wochenende voll Gas geben. Und hoffentlich, dass die Spieler, die angeschlagen sind und die Verletzte wieder zurückkommen und dann gegen Gummersbach wieder mit Vollgas und Volltempo spielen. Manchmal läuft es nicht so gut, dann weiß man nicht warum. Manchmal läuft es gut, da weiß man noch nicht unbedingt warum. Aber wenn es läuft, dann laufen lassen. Ja, unser Torhüter Yannick Rehn, der spielt momentan in einer fantastischen Form. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich glaube, oberste Regel im Handball, wenn der Torhüter viel hält, dann hat man schon sehr gute Chancen auf einen Sieg. Und ja, alles in allem passt das einfach zurzeit.